Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ob es so schön wird und bleiben wird, das werdet ihr im Verlauf dieses Videos sehen. Denn, ja, was soll ich sagen? Ich bin heute Morgen ja ein bisschen verpennt aufgewacht und habe vergessen, tatsächlich das Auto zu laden. Ja, muss das Auto immer vollgeladen sein, wenn man losfährt, so ein E-Auto? Ich zeige euch mal ganz kurz den Ladestand. Ich bin jetzt hier 15 Kilometer gefahren. Ich hatte auch natürlich die Heizung an, klar. Die habe ich natürlich jetzt aus Sicherheit schon ein bisschen auf neutral wieder runtergedreht. Aber ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Akku. Ja, und heute Montag, der 11. November, da kann ich nur hoffen, dass eine NBW-Ladesäule um die Ecke vielleicht gerade mir Abhilfe schaffen kann. Ich hoffe es doch mal. Ich schaue einfach mal in meiner App und hoffe, in meiner Umgebung gibt es eine. Kleiner Vorteil ist auf jeden Fall, und das ist nicht so, ja, eigentlich gar nicht so ein kleiner Vorteil. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe hier gerade in einem bei einem Händlerbetrieb Autoteile abholen müssen. Und ja, da haben wir schon das Erste. Ne? Ich habe hier eine Ladestation und wahrscheinlich ist hier der DC-Punkt belegt, denn heute ist alles kostenlos. Das ist natürlich Pech. Der DC-Bereich ist belegt und Schademo in Wartung. Tja, was mache ich jetzt? Was würdet ihr sagen? Bleibt mal gespannt in diesem Video, wie ich mich irgendwie über den Tag schaffe. Tja, bei der Suche nach der nächsten Ladestation, ich müsste jetzt eigentlich weiter zur Arbeit, habe ich schon gesehen, hier ist ein Schnelllader, ein Punkt nur verfügbar, denn einer ist belegt, DC natürlich, und einer, und das ist genau meiner, wäre in Wartung. Kann natürlich sein, dass das jetzt natürlich beides, weil halt der eine belegt ist, nicht funktioniert und deswegen steht jetzt hier in Wartung. Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht laden hier. Also muss ich weitersuchen. Tja, erste Idee, in der Nähe ist ein Kaufland, da hätte ich sogar kostenlos laden können. Ja, Pech gehabt, belegt. Auch ein Anschluss ist hier natürlich DC belegt schon, also ja, komme ich hier natürlich jetzt auch nicht weiter. Also weitersuchen, denn ich zeige es euch mal, hier unten nur noch ein Segment und der Stecker blinkt. So, nach dem kleinen Schock jetzt gerade, habe ich es jetzt einfach so gemacht. Ich bin jetzt noch mal einfach ein paar Kilometer weitergefahren. Hier haben wir in der Großstadt zum Glück noch andere von der Stadt errichtete Ladestationen. Ich bin hier an einer ganz normalen öffentlichen Ladestation hier und ich bin hier mit, zeige es mal, 15%, jetzt haben wir schon 18% angekommen. Tja, kostenlos ist das ja normalerweise nicht, aber wie ich ja oft sage, wenn ihr einkauft, nutzt die App Encharge und dann könnt ihr kostenlose Ladepunkte natürlich auch in kostenlosen Ladestrom ummünzen. Das mache ich jetzt gerade. Ich setze jetzt also meinen kostenlosen, mein Guthaben eigentlich von Ladestrom, setze ich hier an der öffentlichen Ladestation hier im Hintergrund um. Und ja, jetzt lade ich natürlich nicht ganz voll, logischerweise, sondern ich mache das jetzt so. Ich lade jetzt hier nur so viel, dass ich zur Arbeit komme und heute Mittag, wenn die Mittagszeit ist, fahre ich zu einer anderen EnBW-Ladestation. Auch hier hoffe ich, kann ich dann entsprechend kostenlos laden, wenn die natürlich funktioniert oder nicht belegt ist. So, weiter geht's mit der Fahrt. 5 Segmente haben wir. Tja, wie ihr seht, ich bin im Betrieb angekommen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich das heute Mittag nochmal weiter zum Termin um die Mittagszeit, dass ich da an eine Ladestation nochmal komme. Die nächste ist ein paar Kilometer entfernt und es geht bergabwärts, aber es ist sehr, sehr frostig. Es ist 3-4 Grad gerade draußen, Akku ausgekühlt. Das wird eine spannende Sache auf jeden Fall heute Mittag. Tja, Mittagspause und ich muss zum Termin. Und ja, jetzt ist es ziemlich knapp natürlich wieder, wie ihr seht. Ich bin noch nicht in
der Reserve, aber dann sind es auch wirklich nur noch ein paar Kilometer. Restreichweite zeigt 4 Kilometer an und 6 Kilometer wären es. Wird eine spannende Kiste. Ja! Ja, das war eigentlich Punktlandung. Denn, wie ihr im Hintergrund seht, ich muss noch eine riesen Matratze in einem Antikladen mitnehmen für meine Frau, ihre Firma. Ist ja schön, dass sie mir dann solche Aufgaben gibt. So, ich mache mal die Tür zu. Ich zeige euch jetzt aber mal, wie knapp die Kiste war. 2 Kilometer, es ist kalt und nichts mehr im Akku. Allerdings, die Schildkröte ist noch nicht angegangen. Und wir gehen jetzt mal raus. Jetzt habe ich natürlich das Pech, dass hier nebendran ein Kona gerade lädt. Und so wie es aussieht, der ist bei 44%. Das heißt, der wird ja wahrscheinlich bestimmt 80% machen. Muss mal gucken. 41 Minuten, der lädt jetzt nicht gerade schnell. Hoffe ich, dass das klappt, dass ich trotzdem noch meine Mittagspause nicht ganz nach dem Termin jetzt nochmal verdeutel. Und stecke jetzt schon mal ein, dass nicht der nächste gerade wieder dran geht. Aber ihr seht schon, das kann ganz schön knapp werden, wenn man da ein bisschen zu eng kalkuliert. So, also ich habe jetzt hier in der Station angesteckt und ja, also es ist eine knappe Kiste gewesen. Ich sehe aktuell noch nicht meine Prozente, aber es ist schon wahrscheinlich nicht viel drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich so bei 11-12% vielleicht liege, denn ich kenne ja mein Fahrzeug, wenn bei mir der Kriechmodus, also die Schildkröte, wenn das angeht, das Licht, dann habe ich meistens auch wirklich die 10% nur noch drin. Und ich warte jetzt einfach mal, vielleicht ist der Kona-Fahrer heute auch gar nicht so lange hier und brauche auch gar nicht so ewig lang. Denn klar, ich bin jetzt gerade wieder losgefahren, Akku ist eh ausgekühlt, dann wird mein Auto auch nicht sehr schnell laden. So, ich nutze die Zeit einfach mal und ja, was macht das überhaupt für einen Sinn, wollte ich einfach noch in der Zwischenzeit noch mal kurz das mit euch besprechen. Im Prinzip macht es keinen Sinn, denn rechnet doch einfach mal nach, was spart ihr wirklich, wenn sowas wirklich günstig ist. Ein paar Euro macht es aus, wenn ihr einen kleinen Akku habt wie ich, aber sinnvoll ist es dann eigentlich nur, wenn ihr ja eine große Menge habt, das heißt einen großen Akku. Und dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn wir zu bestimmten Zeiten von einem Anbieter, wie zum Beispiel jetzt hier die NWW, zu bestimmten Tageszeiten, jetzt zum Beispiel um die Mittagszeit, macht es ja auch Sinn. Es scheint jetzt gerade wieder die Sonne, zum Glück. Das heißt, es wird nicht nur wärmer, sondern es ist dann auch mehr Strom im Netz. Wäre doch eigentlich sinnvoll, wenn man dann auch hier wieder eine kleine Netzentlastung macht und dann natürlich dem Kunden oder dem Autofahrer, dem E-Autofahrer für diese Netzentlastung eine Möglichkeit bietet, hier mitzuhelfen, das Netz zu entlasten. Weil immer wenn Stromüberschuss ist, dann muss der ja irgendwo hin. Und um die Mittagszeit, ja, da könnte man das eigentlich recht gut machen. Ich denke, wichtig ist doch eigentlich vor allem für uns alle, wo steht das Auto die meiste Zeit und kann es da nicht laden. Weil steht er, dann lädt er, ist so ein berühmter Spruch in der E-Community-Szene. Und das heißt, jetzt ist die Frage natürlich, wo steht das Fahrzeug die meiste Zeit? Entweder nachts zu Hause, das heißt auch hier kann eine Netzentlastung gerade bei viel Windenergie stattfinden, oder ja, am Tag dann entsprechend bei der Arbeit. Das heißt, wäre es doch interessanter, nicht nur Wallboxen für die Menschen zu Hause zu fördern, sondern ein leichteres Verfahren auch für Betriebe. Ich war jetzt zum Beispiel gerade auch noch in einem Betrieb, die haben sich selbst auch eine Wallbox geholt für sich privat. Ist es kein Problem, aber Kunden dürfen die ja nicht laden lassen. Ne? Klar, der hätte mich jetzt sicher dran gelassen, weil ich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle war, oh, ich habe nicht mehr viel Akku drin. Aber sind wir ganz ehrlich, das sollte doch eigentlich für Kunden bzw. vor allem für die Mitarbeiter viel, viel leichter sich gestalten. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach für viele Betriebe hier eine Lösung zu finden, wie man an eine Lademöglichkeit für Mitarbeiter oder vielleicht auch für Kunden drankommt, die sowieso ja was zurücklassen, einen Umsatz, sage ich jetzt mal. Also da geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern einfach einen Service, eine Serviceleistung zu bieten, ähnlich wie beim Einkaufen. So, ich mache jetzt noch ein paar Telefonate und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, noch ganz kurzes Zwischenfazit. Ich habe jetzt tatsächlich nach längerer Wartezeit, der Besitzer ist wieder zurückgekommen mit dem Kona, hat mir dann erzählt, ich war noch ein anderer, mir bekannter Kona-Fahrer, der leider aber nicht jetzt mit seinem Kona da war.
oder Gott sei Dank, je nachdem, der das jetzt nicht wusste. Ich habe ihm das auch erklärt und der andere Fahrer war mit seinem oder bei seinem Kona da, hat gemeint, okay, das ist halt der Preis der E-Mobilität. Und ja, hat mich dann einfach warten lassen, ist noch kaufen gegangen und hat auch ziemlich geschimpft irgendwie über sein Auto. Ich weiß nicht, er war nicht ganz so zufrieden, denn er hatte durch diese Brandthematik bei den einzelnen Kona-Modellen auch einen Rückruf bekommen, hat ein Sicherheitsupdate bekommen, deswegen ladet sein Kona oder lädt sein Kona aktuell nicht sehr schnell. Und ja, ich musste jetzt tatsächlich warten. Ich konnte auch nicht ausschalten. Die AC-Ladung konnte nicht beendet, die DC-Ladung konnte nicht beendet werden. Ich wollte ja AC dann einfach die Zeit noch nutzen. Ging aber auch nicht. Also ja, blöd gelaufen. Musste ich tatsächlich jetzt noch ausharren. Und jetzt war er dann mal mit knapp 70, 80 war dann nicht zu Ende, sondern er war jetzt bei fast 90, ich glaube 88, 89% hat er dann noch schön durchgeladen. Also das heißt, er ist auf jeden Fall über eine Stunde gestanden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Wermutstropfen für seine Aussage. Ja, das ist der Preis der E-Mobilität. Er ist ja auch nur, hat er auch gesagt, nur wegen dem kostenlosen hierher gekommen. Und eiskalt gemeint, okay, ich brauche noch ein bisschen, ist einkaufen gegangen, ist er bestimmt, glaube ich, über eine Stunde gestanden. Und was er nicht wusste, ist nämlich die Blockiergebühr, die werden trotzdem einkassiert, also die werden nicht gestrichen. Nach einer Stunde müsst ihr auch 10 Cent pro Minute draufzahlen. Ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt ausmacht, vielleicht nur 2-3 Euro, aber immerhin. Und ansonsten, er meinte, das war der letzte Kona, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja einfach auch ein bisschen schief gelaufen bei ihm, aber ich denke, so schlecht sind die Autos, glaube ich, der eine oder andere hat ja auch einen Kona von euch, von den Zuschauern, gar nicht, ja. Meine Mittagspause ist jetzt gleich rum, deswegen kann ich auch hier gar nicht voll laden, die Chance habe ich nicht, aber ich fahre jetzt weiter, damit ich nicht zu spät komme, ich bin jetzt schon ein bisschen Overtime. Und damit die Kollegen sich nicht wundern, wo ich dann abgeblieben bin, lade ich den Rest heute Abend an. Ja, jetzt bin ich wieder im Auto von meiner Frau. Nicht in meinem Auto, denn es ist schon relativ spät. Und wir haben dann auch noch gesagt, okay, fahren wir mit zwei Autos zur Ladestation, um das Auto voll zu kriegen. Meine Frau hat tatsächlich wenig. Die hat jetzt noch ein Segment, also circa 17-18% bin ich jetzt angekommen und da muss ich natürlich sagen, okay, das lohnt sich jetzt natürlich schon, nur ich habe jetzt hier, jetzt drehe ich gerade mal ganz kurz vielleicht in die Moment, jetzt kann das vielleicht ein bisschen besser sehen, zoom's mal ein bisschen ran, also wir kriegen jetzt in einer Stunde 350 Kilometer rein, laut dem System wäre jetzt das 1 Stunde 30 Minuten, das heißt, werde ich jetzt auch gar nicht ganz voll entsprechend das Auto bekommen. Aber ich spare hier dann doch nochmal ein Vielfaches, weil halt der Akku größer ist, da macht es vielleicht Sinn. Aber jetzt hier am Ende vom Video wollte ich doch ein bisschen auch ein Fazit machen. Ist es jetzt so cool, ne, wie so ein Gangster jetzt irgendwo ja, so auf Schnorratour irgendwo zu sagen, ich fahre jetzt immer an die kostenlosen und günstigen hin. Ich habe es heute versucht. Ich muss aber auch sagen, im Alltag passt das eigentlich gar nicht. Wenn jemand da die Zeit hat und der kann sich das irgendwie zurechtlegen, dass dann, wenn er kommt, dass er dann genau auch diesen kostenlosen Ladestrom dann auch mitnimmt, mag das ja vielleicht funktionieren. Ich habe aber heute Morgen dann schon mit eigentlich viel zu wenig Ladung eigentlich losgefahren. Da immer wieder pokern müssen. Und ihr habt ja jetzt mitbekommen, da war es schon ziemlich knapp. Zuletzt um die Mittagszeit, hab noch einen Termin gehabt, hab noch eine Matratze abgeholt für meine Frau dabei und bin dann an die Ladestation hingefahren und hat noch 2 Kilometer Rest drin. Ich glaube, so 15 hat er sogar angezeigt dann an der Ladestation, nachdem ich warten musste auf einen anderen, der ja auch kostenlos laden wollte. Ja, war ein bisschen frech von ihm, muss ich schon sagen. Ja, das ist halt der Preis der E-Mobilität. Verstehe ich jetzt nicht, wenn ich jetzt mit Ladernot hinkomme. Weil ich habe nicht gesagt, dass ich kostenlos laden möchte oder irgendwas. Sondern ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier hingekommen. Ja, ich kann jetzt leider nicht weiterfahren. Und dann
einfach achselzuckendes gemeint. Das ist der Preis der Mobilität. Ich lade heute kostenlos, weil die NBW heute alles gratis macht. Ne? Da habe ich noch gar nichts groß gesagt und dann fand ich das ein bisschen komisch, ne? Weil wenn jemand da hinkommt mit Ladenot und der hat ja auch vielleicht so wie ich dann einen kleineren Akku, das heißt, der braucht gar nicht so lang, dann fährt er ja schneller weiter. Ich denke, das sollte man einfach ein bisschen wieder mal miteinander sprechen. Aber so der Eindruck, ich habe noch einen anderen Kona-Fahrer ja, wie gesagt, auch getroffen. Den kenne ich und der hat dann auch mit ihm sich noch ein bisschen unterhalten und fand es selber lustig, weil er fährt einen großen Akku bei seinem Kona, hat keine Probleme, fährt den schon 2 Jahre. Der Herr an der Ladesäule, der mit seiner Frau einkaufen war und wirklich fast über eine Stunde dann auch war, also der hat bestimmt auch Blockiergebühren gehabt im Endeffekt, aber ist mir jetzt auch egal. Nur, wenn ich das halt sehe, der hat das Auto vollgepowert und wirklich nur gejammert und geklagt über seinen Kona. Gerade wegen diesem Brandakku-Thema, weil er halt noch nicht so schnell bedient wurde. Er hat jetzt noch keinen Akku und jetzt hat er kleinere Ladeleistung. Mag ja alles sein, aber ich finde manchmal, das liegt auch so ein bisschen auch vielleicht auch am Typ. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht unterhalten da noch mit ihm. Dann bei, ich glaube, 89% hat er dann ausgeschalten und ich bin dann dran gekommen, habe auch nicht ganz voll geladen und habe ihm auch erklärt, ich fahre so öfters eigentlich. Nur muss ich natürlich dazu sagen, in der Regel gerade jetzt ist bei uns Herbst, da fahre ich gern natürlich vollgeladen los, weil ich weiß, ich habe oftmals mal die Strecke oder die Tour nochmal entsprechend. Und gerade auf lange Strecke, ich habe natürlich blöderweise auch noch mein Schuko-Kabel heute vergessen. Und wenn ich jetzt an meine Frau denke, die hat sogar vorhin sogar, weil sie schon dachte, jetzt muss sie dann hinfahren an die Ladestation, mich treffen. Sie wäre dann im Prinzip zurückgefahren. Ich habe auch gesagt, es ist dunkel, Schatz, du fährst mir da nicht mal in der Gegend rum. So blöd muss man es ja nicht machen, dann mit dem Laden. Und ich habe dann gesagt, okay, ich fahre jetzt mit dem Auto noch kurz hin, meiner lassen wir ganz normal an der Schuko, weil bei meinem, das sind circa, ja, was kriege ich rein? Ich kann ja eh nicht vollladen, vielleicht so 7 € im Prinzip, wo ich bei 55 Cent DC-Strom Ersparnis jetzt hätte. Hier sind es, glaube ich, 40 € oder so. Also das macht definitiv ein Vielfaches nochmal mehr aus. Einfach weil der Akku größer ist und weil das Auto auch relativ schnell, muss ich wirklich sagen, selbst jetzt hier mit den 50 kW relativ schnell durchzieht bis tatsächlich 100%. Das können die neuen Autos natürlich, mein kleiner alter C0 nicht, aber das brauche ich in der Regel auch gar nicht so und ich lade DC, muss ich wirklich sagen, auch lieber gerade wegen dem Alter vom Akku, lieber zwischen 20 oder 10% meinetwegen auch und 80% mal nach. Ja, so solltet ihr es gerade mit so einem älteren Fahrzeug eigentlich machen. Die neueren hier, die halten sicherlich auch ein bisschen mehr aus. Gerade hier der Peugeot hat Thermomanagement und auch die Wärmepumpe nimmt auch gar nicht so viel weg. Da kann man das vielleicht auch irgendwo nutzen. Und wie gesagt, ich werde hier jetzt auch nicht ganz voll laden. Ich hoffe, euch hat es ja ein paar Impressionen gebracht. Ich hoffe es nochmal und auch gefallen. Lasst mir wieder einen Daumen da gern. Und wie habt ihr, wenn ihr da mitgemacht habt bei diesem kostenlosen Laden bei der NBW, wie hat es bei euch funktioniert? Habt ihr das überhaupt gemacht oder ist es auch für euch eigentlich im Alltag gar nicht so wichtig? Wichtig wäre doch zu Hause und vielleicht bei der Arbeit, dass man da laden kann. Und das kann auch nicht jeder, nicht zu Hause und auch nicht jeder bei der Arbeit. Und da steht doch die meiste Zeit der PKW rum. Und da sollte man eigentlich ein günstiges und praktikables Konzept haben, finde ich eigentlich. Ne? Und dann vielleicht auch, wenn sowas kostenlos gemacht wird, dann klar, vielleicht ist ja auch ein Test von der NBW ein bisschen, finde ich, sollte vielleicht sowas auch zu Spitzenlastzeiten gemacht werden. Das heißt, wenn viel Strom im Netz ist, dass da einfach ja in dem Moment dann entsprechend auch eine gewisse Netzentlastung entsprechend durch E-Autos dann auch stattfindet. Ja, wie gesagt, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr mich natürlich auch unten gern, wenn ihr auf Abonnieren klickt, dann entsprechend die Glocke, ihr kennt das ja, dann könnt ihr auch regelmäßig was von mir sehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich bin niemanden
böse oder so, oder ich möchte auch niemanden verpflichten, dass er mich abonniert, aber ihr verpasst ja vielleicht was und deswegen könnt ihr es gern tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ihr das Video gesehen habt jetzt, und bleibt gesund und ja, schaut auch mal wieder das nächste Mal beim Neo Q&A rein und stellt eure Fragen. Bis dann. Ciao.